So, dann ziehen wir uns doch gerade mal um. Missionsobjekt hinzugefügt, Comlink-Chips, neues Ziel, fliege nicht auf. Das versuche ich da mal hinzubekommen, indem ich gerade nochmal speichere. Und, ja. Mich direkt ins Vergnügen stürze. Okay, gibt ansonsten nichts zu sehen, außer dieser Tür oder diesen Fahrstuhl wahrscheinlich. Wir werden bereits erwartet. Der Vorgesetzte sieht aus wie ein Staffer-Check-Manager, der sich einbildet, dass er Karriere machen wird, anstatt sich einzugestehen, dass er beliebig austauschbarer Angestellter ist. Hey, da sind Sie ja. Ich bin Steve Scott, Ihr direkter Vorgesetzter. Tut mir leid, dass ich Sie vorhin verpasst habe, aber ich habe erst vor einer Stunde erfahren, dass Sie heute anfangen. Sie sind erst zu spät im System aufgetaucht. Muss irgendein Systemfehler sein. Normalerweise würden wir Ihnen einen Orientierungstweet zeigen und unser Unternehmensleitbild besprechen, aber nun, es tut mir leid, der erste Tag wird vielleicht ein wenig hart für Sie werden. Aber wir brauchen Sie, um ein wenig Blut aufzuputzen. Vielleicht auch viel Blut. Den Dreck anderer Leute wegzumachen ist mein Job. Stimmt ja, ich bin ein Hausmeister. Witz. Na, das sollte nicht auffallen. Das schaffe ich schon. Sagen Sie mir einmal, was ich tun soll. Oh nein, ich mach's mal direkt. Den Dreck anderer Leute wegzumachen ist mein Job. Sie werden alle Hände voll zu tun haben. Gestern Abend gab es eine Art Einbruch. Ein paar Leute wurden, machen Sie einfach alles auf dieser Ebene sauber. Ach, und die Leute sind heute alle etwas nervös. Versuchen Sie möglichst unauffällig zu sein und machen Sie keine Schwierigkeiten. Sonst werde ich gerufen, mir bleibt keine Wahl, als Sie zu verwahren und eine Notiz in Ihrer Akte zu bemerken. Diese Ebene sauber zu machen und mich aus den Schwierigkeiten raushalten. Verstanden. Ich versuche so ein bisschen unterwürfiger. Ich stehe zu Ihren Diensten. Wo soll ich denn anfangen? Ich hoffe, Sie schnappen die Leute, die das getan haben. Nur ein Narr würde ein Büro des Telestrian-Konzerns angreifen und denken, er würde damit davonkommen. Arbeiten Sie sich einfach von Raum zu Raum vor und säumen Sie, was sauber gemacht werden muss. Viel Glück, willkommen bei Telestrian. Na wunderbar. Und du, wer bist du, Telestrian-Wachmann? Was kann ich für dich tun? Ich muss nach oben. Mein Vorgesetzter sagt, dort stehen Putzarbeiten an. Die oberen Stockwerke dürfen nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis von Eric Silverstar, dem Vizepräsidenten der Sicherheitsabteilung, betreten werden. Du kannst dich gerne um die unteren Stockwerke kümmern, wenn dein Vorgesetzter das möchte. Na gut, dann mache ich besser wieder in die Arbeit. Okay. Da ist irgendwer ein Wachmann. Ich will erstmal ungern mit den ganzen Wachmännern sprechen. Ich gucke erstmal, was ich machen kann, ohne mit Leuten zu sprechen, weil damit falle ich vielleicht eher auf. Vielleicht finde ich ja noch ein paar nützliche Dinge. Okay. Ja, hier ist ein bisschen was durcheinander geraten, das stimmt schon. Ein Techniker. Der komischerweise genauso aussieht wie ich. Von der Figur her. Der Tech-Jockey von Terrestrian dreht sich um, um mit dir zu sprechen. Du siehst eine Abdeckung von dem LAN-Gehäuse, hinter ihm entfernt wurde. Gut, dass du da bist. Kannst du es fassen? Silverstar nennt das einen Eingriff, aber ich erkenne einen Shadowrun, wenn ich ihn sehe. Fang am besten in der Ecke da drüben an und pass auf, dass da keine Putzmittel an meinen Server gelangen. Charisma 4 habe ich leider nicht. Okay. Wenn sie es einen Angriff nennen, wird das schon stimmen. Oder Sokar, verstehe schon. Hier fährt man wohl nie, was wirklich los ist. Nee, mit Sokar versuche ich versuch ein bisschen mehr Konzernsprech anzugewöhnen. Und Sokar ist definitiv kein Konzernsprech. Deswegen sage ich mal, wenn sie so einen Angriff nennen, wird das schon stimmen. Er verschränkt die Arme. Glaubst du alles, was unsere kommerziellen Oberherren dir verkaufen? So dumm siehst du gar nicht aus. Egal, mach einfach hier sauber und dann verzieh dich. Pass auf, was du sagst. Letzten Monat wurde mein Urlaubstag gestrichen, weil ich mich über unsere Uniform beschwert habe, oder? Vielleicht würde es unseren Oberherren interessieren, wie du in ihrer Abwesenheit über sie sprichst. Nee, ich versuche jetzt nicht zu provozieren, das erste nehmen wir mal. Er seufzt schwer und schüttelt seinen Kopf in lautloser Zustimmung. Ich weiß, was du meinst. Silverstar war bereits hier, um mir den Nerv zu rauben. Als könnte ein Matrix-Techniker einen Decking-Eingriff verhindern. Jetzt muss ich eine vollständige Diagnose an den LAN-Gehäuse ausführen, bevor er für seinen Sicherheitsbericht zurückkommt. Er sagt, es sei eine gute Gelegenheit, Telestrians Unternehmenswert der Effizienz zu demonstrieren. Ich vermute mal, bei seiner Ermittlung wird es mehr darum gehen, wen er dafür verantwortlich machen kann. Also darum Antworten zu finden. Ja, es geht nie darum, das Problem zu lösen. Es wird immer nur ein Schuldiger gesucht. Genau, wir sind jetzt in der unteren Klasse, deswegen müssen wir ruhig mal, verhalten wir uns auch mal so, und sagen einfach, dass alle Oberen immer den Unteren die Schuld geben wollen. Wunderbar. Wir sind alle verantwortlich für das, was mit dem Konzern geschieht. Nee, so konzerntreu sind wir nicht, oder? Charisma 2. Denkst du, du könntest vielleicht kurz eine rauchen gehen? Wäre viel einfacher für mich, wenn ich nicht mich herumputzen muss. Ja, probier's mal aus. Oh, tut mir leid. Klar, kein Problem. Nur ein weiterer Tag im Paradies, was? Und er geht tatsächlich und wir können es an den LAN-Gehäuse schaffen machen. Wunderbar. Gut. Dann machen wir das doch gerade mal. Auf in den Server.
Die offene Konsole ist das reinste Wirrwarr aus Kabel und halb auseinandergenommenen Hardware. Einige der Teile sind lose. Ich nehme mir ein paar LAN-Teile. Und? Was kann man hier noch machen? Notfallknotenpunkt der Matrix. Entferne die Zugangsklappe von der Konsole und installiere den Comlink-Chip. Die Zugangsklappe löst sie mit einem leisen Plopp und du steckst schnell einen Chip hinein. Und haben damit zwei Karma erhalten. Übrigens habe ich einen richtigen Haufen Karma-Punkte mittlerweile. Als ich gespart habe, habe ich gesehen, dass ich über 30 habe auf jeden Fall. Das ist ganz schön krass. Aber die will ich erstmal später ausgeben. Schauen wir doch mal hier lang. Ob wir hier noch was finden. Hier war noch der Fahrstuhl. Hier war das große Büro. Ah ja. Celestion Wachmann. Ich muss sagen, das sieht echt nicht gut aus. Celestion Angestellter. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Nichtsdestotrotz, unsere Daten zeigen, dass dieses Terminal nicht entsprechend den Terrestrians Konzernrichtlinien gesperrt wurde. Sie sind in ihre Pflicht nicht nachgekommen. Ich weiß, die Sicherheitstypen leben nach dem Motto Pflichtbewusstsein über alles, aber ich bin das wahre Opfer hier, das schwöre ich. Wenn Mr. Silverstar seine nächste Beförderung erhält, wird das vielleicht auch das Motto für euch Büroknechte werden. Zurzeit scheint euer Motto ja, vorzeitig nach Hause zu gehen und meine Verantwortung ignorieren zu sein. Gehen Sie nirgendwo hin, ich muss dies melden. Okay. Ein Angestellter in Nöten. Vielleicht kann man da ja ein bisschen aushelfen, Hüstel. Wir müssen ja vielleicht noch hier ran. Da müssen wir die erstmal wegschaffen. Hier wahrscheinlich. Der Lohnsklave ist nervös. Mit seinem Kopf in den Händen und zuckenden Fingern starrt er mit leerem Blick auf sein Terminal. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich hier beschäftigt bin? Sieht aus, als hättest du ernste Probleme mit Schammer. Verzieh dich. Ist leider, du kannst auch zerstörte Karrieren aufwischen. Ich habe etwas gefunden, was dir vielleicht helfen könnte. Er schüttelt den Kopf. Das bezweifle ich. Kennst du den Typen, der gesagt hat, das Leben ist nicht wert? Er hat von mir gesprochen. Ha, und von mir. Ich war früher in der Buchhaltung, ein paar Stockwerke weiter oben. Ein paar Drinks zu viel auf der Weihnachtsfeier und jetzt stehe ich hier. Wäre nicht schlecht, oder? Du sagst es, wenn du nur wüsstest, was ich hier alles aufwischen muss. Ja, machen wir es mal so. Das musst du mir nicht sagen. Eigentlich würde ich es bevorzugen, wenn du mir gar nichts sagst. Verzieh dich einfach. Verstehe schon, deine Zeit ist wertvoller als meine, oder? Kein Grund, gleich die Fassung zu verlieren, Schammer. Es finden sich mehr als genug Schuldige. Es ist alles so unfair. Sie haben kein Recht mehr, für etwas in die Schuhe zu schieben, das vom Sicherheitspersonal hätte bemerkt werden müssen. Oder? Machen wir mal weiter. Das stimmt. Als ob all diese Leichen hier dadurch entstanden wären, dass hier jemand sein Terminal nicht gesperrt hat. Oder? Also nach dem, was das Sicherheitspersonal so sagt, hast du eine schlechte Situation schlimmer gemacht. Er blickt dich scharf an und mit einem Mal sind all seine Sorgen weggeblasen. An ihrer Stelle tritt sein natürliches Bedürfnis, die Schuld von sich zu weisen. Willst du sagen, ich bin verantwortlich für das, was passiert ist? So etwas muss ich mir nicht anhören. Ich hole deinen Vorgesetzten. Ja, mach das mal. Dann habe ich die Zeit, gerade mal hier an die Konsole zu gehen. Notfallknotenpunkt der Matrix. Ich entferne die Zugangsklappe und installiere den Comlink-Chip. Genauso wie auch schon eben. Weitere zwei Karma halten. So, ich gehe mal bitte erstmal nicht in die Richtung, wo er gerade hingelaufen ist. Speichere gerade mal, wollte ich zumindest gerade. Ah ja. Vorgesetzter. Hören Sie, ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich zusammenreißen. Reißen Sie sich am Riemen, es sei denn, Sie möchten mit einer Schaufel in der Hand in Telestrians Stallung landen. Tut mir leid, Boss. Hier ist ja echt was los. Ich hatte gehofft, ich hätte da etwas mehr Zeit, um mich einzuarbeiten. Oder ich bin nicht wirklich der soziale Typ, deswegen schiebe ich für gewöhnliche Nachtschicht. Ich werde vorsichtiger sein. Das hoffe ich. An ihren sozialen Fähigkeiten soll sie allerdings arbeiten. Sie werden sie brauchen, um hier weiterzukommen. Huh. Das war der Warnschuss. Aber okay, dann speichern wir gerade nochmal, wie ich es eigentlich gerade vorhatte. Und versuchen den letzten Knotenpunkt mal zu finden. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Oder wo der sein könnte. Und da ist er auch schon. Naja gut. Die zwei Männer starren in den Schacht und schütteln ihre Köpfe. Sieh mal, Raoul. Ich weiß, dass in dem Schacht da nichts ist und du weißt das auch, aber als ich das Silverstar gesagt habe, hat er mich beschuldigt, dass ich da nur nicht reinkriechen will. Hat gesagt, dass ich eine Enttäuschung für die Firma wäre, weil ich meine Pflicht nicht nachkomme. Die Anzüge lieben ohne Zweifel ihren Führungsgrundsätzen und all diesen Dreck. Aber heute ist nicht der richtige Tag für diesen, die Pflicht kommt an erster Stelle, Mist von Telestrian Corp. Ein paar von uns haben letzte Nacht ihre ultimative Pflicht erfüllt. Wir sollten nur glücklich sein, dass Mr. Telestrian heute nicht hier ist. Kletter einfach rein und sieh dich nochmal um. Ich muss nach oben gehen und Bericht erstatten. Okay, jetzt schon mal einer aus dem Raum. Du kannst einen Schacht klettern, wenn du willst. Oder soll ich wirklich einen Schacht klettern? Du gehst schon mal raus. Hüstel. Ein schmuddelig wirkender Wächter blickt in einen offenen Belüftungsschacht. Er ist sichtlich nicht begeistert von der Idee, erneut in den Schacht zu klettern. Tut mir leid, dass ich den ganzen Dreck auf den Boden verteilt habe. Er schüttelt den Kopf. Ich kann einfach nicht glauben, was den Jungs von der Nachtschicht zugestoßen ist. Soweit ich das sehen kann, hat das unsere Leute ziemlich übel erwischt. Er schüttelt den Kopf. Ja, sie haben unsere Jungs ziemlich alt aussehen lassen. Müssen echte Profis gewesen sein. Charisma 2. Na, bist du fertig mit dem Rumklettern in den Schächten, Schammer? Ich muss diesen Raum fertig kriegen, wenn ich keine Schwierigkeiten bekommen will.
Wenn jemand fragt, hast du mich drin gesehen, klar? Kein Problem. Du bist gerade rausgekommen, hast nichts entdeckt, offenbar. Du hast deine Pflicht hervorragend erfüllt, mein lieber Freund. Und wir erfüllen jetzt unsere, indem wir jetzt mal hier ein paar Chips verteilen. Na? Damit hätten wir alle drei Chips verteilt, nicht wahr? Wir speichern, Ziel abgeschlossen, verteile die Comlink-Chips, um in Eric Silvers das Büro zu gelangen. Wunderbar, aber ich will trotzdem gerne noch ein bisschen weiter gucken, ob wir noch was weiteres machen könnten. Denn es geht auch da unten noch ein bisschen weiter. Und ich nehme an, mit den LAN-Teilen, die wir gefunden haben, oder die wir aus dem Server entnommen haben, können wir jetzt in Silverstars Büro. Guck mal, wir können hier auch einmal nochmal zugreifen. Wunderbar, machen wir das doch gerade mal. Du verstreust die Kabel und Datenchips in das Gehäuse des Terminals herum. Ah, und so geben wir den Herrn, der so unfreundlich zu uns war, mal eben die Schuld, nicht wahr? Aber wisst ihr was? Da wir jetzt über 30 Kammer schon haben, 37, was absurd viel ist, würde ich sagen, wir verteilen gerade noch ein bisschen was und maximieren gerade mal einige Werte. Intelligenz ist auf 9, dann gehen wir hier noch auf Decking, Stufe 9. Was ist das Letzte, was wir kriegen dadurch? Maximum für Menschen, Elfen und Zwerge. Dann gehen wir auf ESP-Kontrolle höher, höher, höher. Und sparen uns die restlichen Punkte, um ESP-Kontrolle dann auf 9 irgendwann zu maximieren. Wunderbar. Hervorragend. Wir speichern das Ganze und sprechen den Wachmann nochmal an. Jetzt haben wir einige Weißmittel gefunden, nicht wahr? Weiß gar nicht, will ich tun. Ich muss nach oben. Mein Vorgesetzter sagt, dort stehen Putzarbeiten an. Die oberen Stockwerke dürfen nur mit dem ausdrücklichen Erlaubnis von Eric Silverstar, dem Vizepräsidenten der Sicherheitsabteilung, betreten werden. Du kannst dich gerne um die unteren Stockwerke kümmern, wenn dein Vorgesetzter das möchte. Hey, ich habe übrigens all diese Chips in einigen der Matrix-Schaltkästen gefunden. Sind die wichtig? Der Wachmann scheint einen Moment nachzudenken und aktiviert dann seinen Comlink. Er dreht den Rücken zu und führt ein kurzes Gespräch. Dann dreht er sich zu dir um. Mr. Silverstar möchte dich augenblicklich in seinem Büro sprechen. Na dann, auf geht's. Ja, ich würde gerne fortfahren. Die Aegis-Probe. Die brutale jeder gegen jeden Existenz der Straße ist weit entfernt von der stillen Verzweiflung des existenziellen Vakuums einer Konsklaven. Doch nach deiner Zeit bei Telestrial Industries bist du dir nicht sicher, was hoffnungsloser ist. Der Aufzug führt lautlos nach oben, bis die Klänge von seelenloser kommerzieller Musik deiner Ankunft in der auf der Chefetage verkünden. Du hast dein Ziel fast erreicht. Okay, hier kommt man offenbar weiter. Stimmt, hier sind wir ja zuletzt gewesen. Oder ich gespeichert? Ich weiß es nicht, wir speichern gerade nochmal. Hallo, die Dame und der Herr. Ey, der Zugang zu diesem Gebiet ist eingeschränkt. Das mag sein. Du kannst hier nicht rein. Offenbar bin ich doch hier drin. Wo ist denn der gute Herr? Aber man kann... Warte mal, wir waren ja schon... Ach so. Ich muss im Büro da drüben hin, aber ich gucke trotzdem gerade mal, jetzt, da ich schon mal hier bin, will ich trotzdem mal gucken, ob ich noch irgendwas hier machen kann. Ja, kann ich. Aber warum? Was genau tue ich hier? Nein, ich wollte nicht raus. Detective McCluskey grinst sich hämisch an. Er ist umgeben von bewaffneten und sehr nervösen Lone Star-Polizisten. Guten Morgen, du Idiot. Was wollen Sie, McCluskey? The smirking stops. What I want is to take you to into an area and come out alone. But there's someone who wants to meet you, so we are going for a little ride. Mr. Telestrian will dich persönlich treffen. Er will mit dir über die Eskapade jetzt... Aber das will ich eigentlich... Warte mal. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Ich bin offenbar zu früh. Autosave, ich glaube hier. Ich bin offenbar zu früh, nach draußen gegangen, weil ich möchte ganz gerne vorher mit Mr. Silverstar sprechen. Das geht so nicht. Ja, fortsetzen. Und wir gehen erstmal dahin, wo wir hingehen sollen, nicht wahr? Hallo. Na, da ist ja jemand schick gekleidet, hat schöne Ohrringe, fast wie so ein Bajorana. Da sind sie ja. Sieht so aus, als würde einige meiner besten Leute mich im Stich lassen. Es tut gut zu sehen, dass wenigstens sie einen der wichtigsten meiner drei Maximen folgen. Nun, es heißt ja Pflicht über alles, oder? Er lacht. Nun ja, das ist die erste Maxime und ich bin froh, dass nicht nur das Wachpersonal ihm befolgt, sondern sogar ein Hausmeister. Nein, ich spreche von meiner dritten und letzten Maxime der Wachsamkeit, an der es hier somit kläglich zu mangeln scheint. Danke, Sir. Nun, Belohnungen und Strafen müssen so verteilt werden, wie es erforderlich ist. Aber jetzt fangen Sie bitte an, den Bericht auf dem Datenpad auszufüllen. Ach,
Und bitte setzen Sie sich nicht auf meinen Stuhl in diesem Aufzug, den Sie da anhaben. Ich muss nach unten gehen und näher untersuchen, was Sie da gefunden haben. Ich bin gleich wieder da. Okay, du machst mir aber ziemlich einfach, mein Freund. Klingt so ein bisschen, oder wirkt so ein bisschen wie eine Falle. Dann komm links zurück und du hebst ab. Diese Gemälde müssen der Grund für all diese teuren Lieferungen sein. Wir haben nicht viel Zeit. Ich verfolge Silverstar und der kommt bereits aus dem Aufzug. Ich fürchte, deine Tarnidentität wird nicht mehr lange Bestand haben. Ich halte dich für seine Bewegung auf den Laufenden. Beeil dich. Mach ich. Ich speichere gerade mal. Okay, wir haben fünf verschiedene Möglichkeiten. Nehmen wir hier den London Tower. Wo hier diese Dame hier im, weiß ich nicht, Gartenpavillon. Ein fotorealistisches Gemälde von fünf riesigen Erntemaschinen, in deren Farben von Telestrian. Sie befinden sich in einer versetzten Formation und schneiden einen Pfad in ein wogendes Weizenfeld. Auf der Plakette ist das Wort Einheit zu lesen. Ich drücke mal auf den Rahmen. Der Rahmen des Gemäldes der Erntemaschine rückt wieder hervor. Schade. Nehme ich mal den Tower. Zu sehen ist ein Turmuhr am Bahnhof in Portland im Tier. Auf der Plakette steht das Wort Effizienz. Auf den Rahmen drücken. Der Rahmen des Gemäldes der Turmuhr rückt wieder hervor. Er hat ein paar Wachmänner, einen Tech-Arbeiter und einen sehr nervösen Lohnsklaven im Konferenzraum versammelt und beginnt damit, sie zu befragen. Okay, wir brauchen eher sowas wie Wachsamkeit gerade. Das ist das Wort, was sie suchen wahrscheinlich. Hier, es zeigt drei Elfen in der Uniform von Wachleuten von Telestrian im Profil. Sie blicken nach oben auf eine Flagge, die das Logo der Firma aufweist. Auf der Firma steht, auf der Plakette steht, Pflichtbewusstsein. Nee, das ist nicht das, was sie suchen. Ich denke, Wachsamkeit ist das, was wir gerade eher haben wollen. Das Gemälde stellt eine wilde Berglandschaft mit von Wolken umgebenen Gipfeln dar. Auf der Plakette steht Unabhängigkeit. Nee, mit Sicherheit nicht. Dann gucken wir uns das mal an. Guck mal, ach, ein Leuchtturm, das passt natürlich zur Wachsamkeit. Auf dem Gemälde ist ein kleiner Leuchtturm auf einer Felszunge zu sehen. Sein Lichtstrahl durchdringt während eines schweren Sturms die Dunkelheit. Auf der Plakette steht das Wort Wachsamkeit. Da drücke ich doch mal drauf. Der Rahmen des Gemäldes rückt wieder hervor. Okay, was haben wir hier eigentlich? Hier steht eine offene Flasche teurer Scotch und ein einzelnes halbleeres Glas. Daneben liegt eine halbgerackte Zigarette. Ich gehe mal wieder fort. Okay, dann drücke ich auch mal hier drauf nochmal. Wachsamkeit ist nicht das Richtige, dann drücke ich mal auf Unabhängigkeit. Es rückt wieder vor. Er ist mit der Befragung des Matrix-Technikers fertig und spricht nur eindringlich mit zwei Wachen. Verdammte Axt, wir müssen wahrscheinlich in der entsprechenden Reihenfolge draufklicken, oder was? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Pflichtbewusstsein, klicken wir mal drauf. Oh, Pflichtbewusstsein ist gut. Mit einem Klick rutscht der Rahmen in eine neue Position, das Gemälde verschwindet in der Wand. Ah, ist noch nicht ganz offen, dann gehen wir jetzt mal auf Wachsamkeit. Ach nee, Wachsamkeit ist die dritte, oder? Ach, verdammt. Okay, ja. Jetzt redet er mit dem Lohnsklaven, das läuft nicht gut. Sie erheben ihre Stimmen. Okay, wir machen hin. Erst dieses Gemälde. Pflichtbewusstsein, auf den Rahmen drücken. So, was war das nochmal hier? Effizienz, warum nicht? Auf den Rahmen drücken. Und dann Wachsamkeit. Und jetzt können wir durch, oder? Wunderbar. Auf zum Tresor. Hier befindet sich ein Tresor mit einem großen DNA-Scanner, der vermutlich auf Mr. Silverstars DNA eingestellt wurde. Das ist doch kein Problem, weil sein DNA dürfte ja wohl an dem Glas oder an der Zigarette hier irgendwie zu finden sein. Ich nehme die halbgerochte Zigarre auf und schmiere den Dreck des Mundstückes mal auf den DNA-Scanner. Halte das feuchte Ende der Zigarre an den DNA-Scanner. Mit einem Klickgeräusch und einem leisen Zischen öffnet sich der Tresor. Ich nehme die Probe an mich. Gute Arbeit, Bon Brav. Damit ist die Zeit für Heimlichkeit jedoch abgelaufen. Die Entwendung der Probe hat jedem Einzelalarm im ganzen System ausgelöst, aber ich habe den Exec-Aufzug freigeschaltet, mit dem du entkommen kannst. Ja, geil. Vielleicht speichere ich aber gerade mal, weil ich das Gefühl habe, dass ich gleich hier unangenehme Gesellschaft bekomme. So, gehen wir mal durch. Ja, und er sagt wieder dasselbe wie eben. Und leider wissen wir ja schon, was uns unten erwartet. Entschuldigung für diesen Spoiler, das wollte ich so nicht. Meine Neugier ist nicht immer glücklich für sowas. Für solche linearen Spiele wie hier. Okay. Jetzt speichern und jetzt runter zum Herrn McCluskey, nicht wahr? So, ich mache dasselbe wie eben nochmal. Okay.
Mr. Dustwin will dich persönlich treffen. Er will mit dir über die Eskapade der letzten Nacht sprechen. Du kannst dich in seinen Besuch wieder entweder fügen oder ihm in seinen Leichensack begegnen. Er lächelt gefährlich. Komm schon, du Stück Dreck. Triff die falsche Entscheidung. Ich entscheide mich für eine Unterhaltung im Stehen. Oder lass uns hinter uns bringen, ich habe heute noch was vor. Oder ich fühle mich ja schon, aber eines Tages werden wir beide ein heißes Tänzchen für McCluskey. Darauf wette ich, Arschloch. Schön, wenn auf der Lohnliste eines reichen Konzernchefs steht. McCluskey, 10.000 Yen kriegst du pro Monat, nicht wahr? Das Anwesen, also richtig feudal hier. Auf dem Boden des Lone Star Streifenwagens liegen, spürst du die Spitzen des Bürogebäudes in Downtown allmählich verschwinden. Siehst du die Spitzen der Bürogebäude in Downtown allmählich verschwinden, bis du nichts als den grauen Himmel über der I-90-Brücke siehst. Die Nylonfessel, die in deine Handgelenke schneiden, und McCluskeys unentwegtes Pfeifen im Takt des Radiogedudels sorgen für eine nicht gerade angenehme Fahrt. Etwa eine halbe Stunde später rollen die Räder des Streifenwagens auf ein ebenmäßiges Stück Asphalt und eine gewaltige Villa. Teils Charme der alten Welt, teils elfischer Anmut rückt in dein Sichtfeld. Das Auto kommt unmittelbar zum Stehen und du wirst auf die Einfahrt hinausgeschleift, wo McCluskey dir mit einem übel aussehenden Messer die Fesseln aufschneidet. Als du dich aufrichtest, siehst du, dass du von einem Trupp grün gekleideter Ghosts umgeben bist. Der Spezialeinheit Tier Tangiers. Du reibst dir deine tauben Gelenke und machst dich darauf gefasst, James Telestrian den Dritten höchstpersönlich entgegenzutreten. Na, willst du nur was sagen? McCluskey grinst dreckig. Willst du einen meinen Rat, Dummkopf? Na, natürlich nicht. Du bist ein Shadowrunner, lebst nach deinen eigenen Regeln, nicht wahr? Ich schlage vor, du behältst deine ach so cleveren Kommentare dieser für dich, Elf. Mr. Telestrian ist nicht irgendein Penner von der Straße, den du beeindrucken oder einschüchtern kannst. Dies ist der Mann, der in Tier Tangier die Fäden zieht und zudem einer der reichsten Männer Seattles. Das ist wohl richtig. Und außerdem hält dich an der Leine, nicht wahr, McCluskey? Bist du sein Schoßhündchen? Seine Augen funkeln vor Mordlust, doch er lächelt weiterhin. Eine der wohlhabendsten und einflussreichsten Männer des pazifischen Nordwestens stärkt mir den Rücken, du Idiot. Was hast du dem entgegenzusetzen? Nun, freien Willen. Du bist noch dümmer, als ich dachte. Viel Spaß mit einer kleinen Unterhaltung. Ich entsorge deine Leiche dann später. Ja? Gehst du jetzt? Nee, du gehst nicht. Gut, bevor wir uns aber hier in das Vergnügen dieses Schlosses stürzen, würde ich vorschlagen, dass wir uns einen kleinen Schnitt widmen. Bis gleich.